Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Vera Linz, Medienjournalistin und Moderatorin von Breitband in Deutschland Radio Kultur. Wer waren die Gewinner des Medienjahres 2015? Aus meiner Sicht waren die Gewinner die großen amerikanischen Internetplayer, Google und Facebook, die es geschafft haben, durch Hartnäckigkeit, durch eine geschickte Kommunikation, durch ihr Know-how, aber auch durch ihre Marktmacht, die anderen Medienplayer dazu zu bringen, in ihrem Ökosystem sozusagen in ihr Ökosystem hineinzugehen und es zu nutzen. Und gefühlt sind auch noch die Gewinner Amazon und Netflix, die halt durch ihre eigenproduzierten Serien zumindest schon mal für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt haben und sehr viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Welcher dieser Player hat denn ganz besonders überrascht in diesem Jahr 2015? Mich haben vor allem drei überrascht, einmal Google und Facebook, wie sie es geschafft haben, trotz vieler Diskussionen und auch trotz Widerstände die Verleger mehrheitlich auf ihre Seite zu ziehen für ihre Projekte. Und sogar ein Matthias Müller von Blumenkron von der FAZ, der in München auf den Medientagen gesagt hat, ja, vielleicht sind wir doch bei Instant Articles mit dabei, obwohl er das im Juni noch als Teufelswerk verschrien hat. Und Amazon hat mich überrascht, die jetzt ja Serien produzieren und damit sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Neugierde auf sich ziehen können.